Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Ich habe mich mal ein bisschen angestrengt und ein paar Quests gemacht. Ich habe jetzt alle Quests, die wirklich komplett einfach, ja, der Einheitsbrei ist, war, den habe ich rausgenommen. Ein paar sind noch da, das heißt, ich habe die aufregendsten Quests dagelassen. Wie zum Beispiel dem Typen einen Metallsplitter bringen. Ich weiß es nicht, vielleicht sollte ich doch mal googeln. Nochmal googeln. die natürlich die Aufträge für Sydney. Das Angeln. Ach, das Angeln. Ich mache alles außer das Angeln. Nee, ich habe das Angeln gemacht. Ich habe das Angeln gemacht, aber es ging nicht, weil mein Angel verdammt scheiße war. Und irgendwo auf dem Weg habe ich irgendwo einen Anglershop gefunden, den ich nicht mehr wiedergefunden habe. Ich habe den einfach nicht mehr wiedergefunden. Ich hoffe, den finden wir eines Tages wieder. Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so ein Kram. Wir machen natürlich zuerst die Main Quest. Allerdings vorher noch ganz, ganz wichtig. Oh, ich habe 206, nice. Wo war das jetzt? Ja, ich bin viel gelaufen, wie man sieht. Stufe 5. Ich hatte ja auch kein Auto. Doch, hatte ich. Doch. Ich habe 71.000 Gil. Und 30.000 bis 40.000 Erfahrung. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ganz genau, wir fahren zum Golden Kai. So, Parkplatz. Denn wie wir wissen, befindet sich da ein Hotel, wo man 10 fucking 1000 bezahlen muss. Allerdings kriegt man einfach nur die doppelte Erfahrung. Und darauf bin ich quasi hinausgegangen, dass wir jetzt mit der ganzen Erfahrung, ich habe ungelogen um die 8 Stunden dran gesessen, die ganzen billigen Nebenaufgaben zu machen, die ganzen Jagdaufträge, das hätte uns so viel Zeit gekostet und es war halt wirklich einheitsbrei. Ich möchte mindestens 7 Level sehen. Mindestens 7 Level. Kommt, Leute. Ach, tut gut, mal nicht töten zu müssen. Das müsst ihr mir schon gönnen. Ja, halt's Maul da hinten. Ich will einfach nur dahin. Mal gucken, wie es sein wird. Bin gespannt. Guten Tag. Darf's ein Zimmer sein? Ja, 10.000 Geld, tschüss. Für einen Tag. Endlich ein heißes Bad. Für einen Tag. Wir werden sehen, wie viele Tage ich unterwegs war. Das waren mindestens 5. Ich war 10 Tage unterwegs. Ja, die Erholung hast du dir verdient, Dude. Die Erholung hast du dir sowas verdient. Mal gucken, wir gucken uns mal die Fotos an, was da wirklich beisammengekommen ist. Los, gib mir diese Erfahrung. Schön, einfach schön. Guckt's euch an. Ach, ist das schön. So. Gutes Foto. Gut, da waren wir noch dabei. Da waren wir auch dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da gemacht habe. Aber da guckt er böse in die Kamera. Und da halten wir Händchen. Und das ist verdammt creepy. Stimmt, ich hatte so Aufträge. Oh, Leute. Es gab da so einen Auftrag. Allein an denen habe ich eine Stunde gesessen. Und zwar sollte man so eine verdammten Rohre reparieren. Nachdem man die Rohre repariert hat, musste man Leitung reparieren. Und die waren richtig versteckt. Da war ich gerade oben drauf und habe mich Kicks gefreut. Oh, ich habe 20 Bilder, krass. Das ist cool. So, Rahmen will ich keinen. Was? Bitte? Ihr wollt mich doch verarschen. Ja gut, dann halt nicht. Dann speichern wir sie halt einfach nur. So, was haben wir noch so erlebt? Ja, ich habe gegen diese Viecher gekämpft, die sind verdammt stark. Also, die sind nicht stark, die sind zäh, die sind verdammt tanky. Da habe ich mein Auto gepimpt, das speichern wir auch mal. Das speichere ich immer gerne, da sieht man gar nichts. Da habe ich gegen diese Krokodile gekämpft, das ist nass und Hintern. Du bist begabt, Prompto. Das ist ein Bild in der Sonne, das ist ein Bild von der Stadt, die da oben rechts ist. Da, wir sehen es ja auf der Karte, wo das Bild geschossen ist. Stimmt. Da bin ich wahrscheinlich am Elektrizität und so weiter machen. Och, und da sind wir jetzt schon.
So, wir haben ein paar Level gemacht. Und wir können uns in Geeks freuen, dass wir so weit gekommen sind. Wir gucken uns nochmal die Talente an, die Fähigkeiten waren das, ne? Fähigkeiten, ja. Da wollten wir doch zuerst, der Wartemodus. War da irgendwas noch Besonderes? Oh, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Hätte ich ja auch lesen können, ne? Erhöht den verursachten Schaden aller Gefährten proportional zur Anzahl der analysierten Gegner. Scheiße. Lässt den Wartebalken nicht mehr abnehmen. Er nimmt ab? Was? Ach so, dass man quasi zeitlich bedingt ist. Aber wir haben, ehrlich gesagt, haben wir ewig Zeit. Ach so. Ah. Das geht pro Kampf. Aber ich will doch, wieso sollte ich hier jemanden 50.000 Mal untersuchen? Was haben wir denn noch? Team. Ah, ich gucke mir das später an. Das dauert mir sonst zu lange. So, wir sind ein paar Level gestiegen. Und ich würde sagen, das war recht erfolgreich. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel. Ja. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ach so, genau. Wo ist meine letzte Unterkunft? Ach ja, stimmt. Wir gehen mal zum Regalia zurück und werden uns dann direkt verpieseln zu unserer Hauptquest, die wir jetzt erstmal machen werden. Ich meine, wir sind 47. Die nächsten Erkundungen können wir später machen. Ich habe jetzt so viele Erkundungen gemacht, jetzt will ich aber weitermachen. Automatisches Fahren, Aufgabenziel. Zu neuen Ufern. Ich frage mich, kriegen wir da eine neue Map? Ist das möglich, dass wir eine komplett neue Map bekommen? Ich hoffe, wir kommen zurück. Ich hoffe, wir kommen zurück. Es wäre ja ein bisschen blöd, wenn nicht. Wir riskieren es, Freunde. Wir riskieren es. Wir sind 47. Wir brauchen keine Erfahrung mehr. Wir brauchen es einfach nicht mehr. Und wenn wir zurückkehren, werden wir jetzt ein bisschen die Main-Quest machen und dann werden wir diese interessanten Quests machen, die wir zwischendurch gefunden haben. Und da bin ich halt wirklich drauf gespannt mit diesem Berg da im Hintergrund, das hast du nicht gesehen. Da können wir auch in diese Fotos schießen zu einerseits und das ist ja auch ein Dungeon. Oh Gott. Das ist jetzt echt eine schwere Entscheidung. Should I stay or should I go? Mich würde es ja schon interessieren, was bei den anderen Quests abgeht. Hoffentlich kocht Iris uns was Leckeres. Meine Kochkünste sind dir wohl nicht gut genug. Nein, so war das nicht gemeint. Aber Iris kocht mit Liebe. So. Wir schauen uns das jetzt ganz mal an. Wir werden es wagen. Scheiß auf die Quest. Wenn wir nicht zurückkommen, ist das so. Irgendwann, früher oder später, kommen wir zurück und können diese Quests machen. So sehe ich das. Was ist das denn? Meldatio, Orientierungslauf, Kontrollpunkt E. Deinen Fleiß wird die Mutter mit Getreide entlohnen. Suche nach Ruhm, wo Korallenteller bilden. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ach so, ein Rezept. Ich hab mich gerade gefreut. Schatzsuche. Scheiß Rezept hat er. Toll. Ich wollte schon awesome jetzt zum Strand laufen und Korallenblätter sehen oder Korallenplatten, was auch immer da stand. Aber nein. Zerstört meinen Traum. Einfach so. Naja. Gut, ich bin gespannt. Wir haben mittlerweile 2300 Leben. Ich hoffe... Leute, ich will ein Foto mit Leuchtturm. Das sieht so schön nach Urlaub aus. Ja, okay. Gut. Aber ohne Sandalen. Klar, wie der König befiehlt. Okay, ist ja zum Glück nicht weit weg. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. So, knipst dein scheiß Foto. Ich will weiter. Alter. Warum hältst du mich auf? Achtung, Aufnahme. Toller Leuchtturm. Und wo kommt sie her?
Ich weiß es nicht. Großartig. Sie ist gar nicht dabei, aber hey. Scheiß drauf. Du, die 300 Erfahrungen werden wir auf jeden Fall sehr, sehr dringend brauchen. Definitiv. Übrigens, die Katze ist zurück. Die ist hier hinterm Leuchtturm. Und die will schon wieder was zu fressen haben. Irgendwo war sie hier. Ah. Dreckstück. Ja, 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 komm. In den Hintern, Alter, in den Hintern. Möchtest du mit dem Boot nach Altissia fahren? Nach dem Ablegen lässt du Lucys fürs Erste hinter dir. Chocobos, Kern, automatisch. Ja, fürs Erste ist okay. Wir kommen ja zurück. Warte in Altissia auf dich. Ich bin bald bei dir, verstanden? Wir bereiten uns auf die Überfahrt vor. Ja, komm. Alter, ihr habt ein scheiß Telefon. Ich meine nur. Zukunft. Lass den Hund doch ein bisschen pennen. Der hat's verdient. Oh nein. Sie müssen ja per Telegramm kommunizieren. Okay, auf geht's, Freunde. Auf zum Boot. Tschüss. Wie hieß der Ort hier nochmal? Kalem? Irgendwie so ähnlich, ne? Hat man gar nicht gemerkt. Schön, wie ihr fliegt. Finde ich echt cool. Jetzt lässt er mich hier nicht mehr durch. Okay, auf geht's. Prinz Noctis, der General ist übrigens auch gerade hier. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, jetzt loszuziehen. Noct, das Boot ist startklar. Ich hoffe, es war kein Fehler. Ich möchte dir noch etwas sagen. Und zwar? Vergib mir, dass ich Regis nicht beschützt habe. Ich habe das Volk evakuiert. Ich hätte bei ihm sein sollen. Nicht mal Kor hätte verhindern können, was passiert ist. Natürlich. Das weiß ich doch. Eine Sache. Vergiss nie die Jungs an deiner Seite. Niemals. Du musst immer ehrlich zu deinen Freunden sein. Darfst ihnen nie etwas vormachen, glaub mir. Ich kenn das. Regis wusste genau, warum er dich mit den dreien losgeschickt hat. Vertraue ihnen, immer. Okay. Verlass dich nicht nur auf deine Waffen. Für manche Strategien musst du deine Magie einsetzen. Magieflakon, okay. Auf geht's, Jungs. Ich hab das Gefühl, das war ein Fehler. Worauf wartet ihr? An Bord, ihr Landratten. Ich glaube, wir hätten zuerst die Quests machen sollen. Ja, das ist aber... Mann, ich will weiter. Zu neuen Ufern. Was gibt's? Bitte, komm bald wieder! Du bist doch König! Klar! Verlass dich drauf! Na, wenn das mal kein Fehler war. Ich bin gespannt, wenn uns jetzt eine riesen Map erwartet, werden wir lange nicht mehr zurückkehren. Süß. Yay, Fotos. 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 Ein Foto von einem Foto, ja, das ist... Das speichere ich mir mal.
Es ist echt komisch, ich musste mich letztens bei der Xbox auch neu einloggen. Seltsam. Kapitel 9, schwere Schicksale. Ach, es ist nur eine kleine Insel. Alles gut, ich seh's doch. Noctus und die anderen verabschieden sich von ihren Freunden in Kaim und stechen in See. Der Prinz ist guter Dinge, in Altessia den Segen der Wassergöttin zu halten und seinem Ziel, das Imperium zu vernichten, einen Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig hoffte er auf ein Wiedersehen mit Luna Freya. Altessia, Piazza Jurei. Wie bedauerlich, dass wir sie nicht als Braut sehen werden. Andererseits sind wir ja nicht zum Feiern hier, sondern zum Götterjagen. Man hat's nicht leicht als Oberkommandant, was? Danke fürs Mitleid. Nun, ein Seiteneinsteiger aus Tenebrae hat in der Armee sich einen schweren Stand. Du hast mit Luna Freya gesprochen? Nein. Es hat noch nie jemandem gut getan, mich hintergehen zu wollen. Als ihr großer Bruder würdest du die Seeschlange am liebsten sofort töten, was? Ich kenne den Preis der Pakte. Was? Ich verstehe den ganzen Scheiß nicht. Altessia, die Stadt des Wassers. Nach Akoro hinreisen. Das Meer. Ich steuere das Boot. Kann ich auch schon immer mal eine Reise auf dem Boot machen? Wenn man in Insomnia lebt, hat man ja auch einfach keine Gelegenheit dazu. Nee, tue ich nicht. Das sieht aus, als würde der Horizont nie ein Ende nehmen. Toll, dieses Gefühl von Freiheit. Es dauert eine Weile, bis wir in Altessia sind. Wir können die Überfahrt in vollen Zügen genießen. Jetzt dauert's nicht mehr lang. Dann sind wir an fremden Ufern. Altessia, die Stadt der Kanäle und Brücken. Endlich da, wo wir von Anfang an hin wollten. Was für eine Odyssee. Am Ziel sind wir aber noch nicht. Bei Leviathan, meinst du? Bin mal gespannt, wie die Wassergöttin so drauf ist. Sehr aufbrausend, wenn man den Legenden Glauben schenkt. Hin müssen wir so oder so. Schließlich können wir Luna nicht die ganze Arbeit alleine machen lassen. Freust dich sicher schon, sie wiederzusehen, oder? Luna? Ja. Klar. Muss doch wissen, ob's ihr gut geht. Ja, das hat oberste Priorität. Wenn nur die imperiale Besatzung nicht wäre. Ach so, machst du dir deshalb Sorgen um Luna? Zu Recht. Niflheim will schließlich den Ring. Und wie ich unsere Feinde kenne, ist ihnen nicht einmal das Amt der Kanagi heilig. Ohne den Ring ist der Kristall nämlich völlig nutzlos für sie. Ah, verstehe. Aber sag mal, wieso hat Luna den Ring überhaupt? Wenn ihr mich fragt, König Regis muss ihn ihr vor seinem Tod in Insomnia anvertraut haben. Damit sie ihn sicher nach Altessia bringt. Zu Nacht. Von dieser Bürde will ich sie befreien. Bis dahin kann Leviathan warten. Wo wir gerade beim Thema sind. Der imperiale Oberkommandant. Ja? Erinnert ihr euch an seine Armprothese? Ja, vergesse ich nicht so schnell. Er soll sich in Insomnia verletzt haben. Aber bei dem Unfall verlor er nicht nur seinen Arm. Er gewann auch neue Kräfte. Echt? Müssen ja ziemlich gewaltig sein, wenn man ihn danach direkt zum Oberkommandanten befördert hat. Auf mich wirkten sie fast schon übermenschlich, ehrlich gesagt. Hab's auf seine Abstammung geschoben, aber... Damit hat sicher auch was zu tun. Aber du hast schon recht, unheimlich war's. Würd gern wissen, was ihm wohl passiert ist. Und noch ein Gerücht erzählt man sich. Davos soll jetzt das Schwert seiner Majestät bei sich tragen. Bitte was? Was bedeutet das für uns? Kann er da irgendwie Kraft draus beziehen? Falls ja, dann scheint er davon jedenfalls keinen Gebrauch zu machen. Er scheint es nicht einmal im Kampf als Waffe einzusetzen. Hm. Vor dem Kanzler kneift er auch weiter in den Schwanz ein, wie ein feiger Hund. Und trotzdem hütet er die Waffe des Feindes wie einen Schatz. Was hat der Typ wohl vor? Wer weiß. Ob die Niffen uns in Altessia wieder dazwischenfunken werden? Davon gehe ich aus. Titan haben sie schließlich auch nur angegriffen, um zu verhindern, dass Noct sich die Kräfte der göttlichen Sechs aneignet. Bei Titan sind wir ihnen zuvorgekommen. Dank Aden. Frag mich, wo der wohl gerade steckt. Der Kanzler und seine Ziele lassen mich ratlos zurück.
Bei unserem Treffen auf Ravus hat er uns auch die Haut gerettet. Hätte ich gerne drauf verzichtet. Auf den ersten Blick wirkt er sehr hilfsbereit. Aber ich traue dem Kerl einfach nicht über den Weg. Ob der wieder mal aufkreuzt? Das will ich doch nicht hoffen. Ignis hasst ihn. Ist ihm wohl zu seriös? Das ist es nicht. Wie Gladio traue ich seinen Absichten nicht. Er hilft uns nicht aus reiner Nächstenliebe. Jedes Mal, wenn wir in der Klemme steckten, schien es ihn auffällig zu freuen, dass er uns helfen konnte. Hm. Wo du sagst? Seid ihr euch sicher? Nein. Aber genau deshalb sollten wir vorsichtig sein. Wann sind wir denn endlich da? Wie? Ist dir langweilig? Etwa nicht. Soweit das Auge reicht, nichts als Wasser. Wie war das gerade noch mit dem unendlichen Horizont und dem Gefühl von Freiheit? Ich hoffe, du hast den Ring bald wieder. Luna bringt ihn nach Altissia. Das ist gut. Ist schließlich der Stolz eurer Familie. Hm? Wer sagt das? Die Bürde eines Königs wiegt schwer, sei dir dessen bewusst. Doch sie schultern zu dürfen, ist eine Ehre. Schade, dass ich Regis als König nur von Fotos kenne. Wie jetzt? Du warst bei der Krönung nicht dabei? Nein, war zu der Zeit nicht in Insomnia. Aber eingeladen schon, oder? Ich bin mit deinem Vater nicht im Guten auseinandergegangen. Ach so? Aber den Kontakt habt ihr gehalten. Irgendwann haben wir uns ausgesöhnt, aber gesehen habe ich ihn nie wieder. Ich hätte nicht so stur sein sollen. Tja, mit dem Alter kommt die Einsicht. Der Regalia ist zwar an Bord, aber ihr braucht ihn in Altissia sicher erstmal nicht, oder? Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Gut, werd den Wagen in Schuss halten. Naja, wird sicher nicht schwierig sein. Schließlich hat Sidney sich gut drum gekümmert. Du hältst große Stücke auf sie, was? Ja. Sie hat sich vom Schicksal nicht unterkriegen lassen. Hä? Vom Schicksal? Der Tod ihrer Eltern? War ganz schön hart für sie. Sie war alt genug, um alles genau mitzukriegen. Sie wirkt ziemlich unbeschwert, nicht? Ja. Ich mag ihre fröhliche Art. Das hat sie sich hart erarbeitet. Du warst sicher schon oft in Altissia, was? Hm. Nur ein einziges Mal. War allerdings ein längerer Aufenthalt. Wie ist die Stadt? Ziemlich groß. Groß, aha. Und ganz anders als Insomnia. Anders also, hm? Du wirst schon sehen. Fremde Kulturen lassen sich oft schwer beschreiben. Der Tapetenwechsel wird euch guttun. Ich störe euer angeregtes Gespräch ja nur ungern, aber ich glaube, wir sind bald da. Ja, ist nicht mehr weit. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt. Als erstes müssen wir ein Zimmer finden. Immer nur Arbeit im Kopf. Ignis, du Langweiler. Einer muss ja für euch mitdenken. Ihr könnt gerne draußen schlafen. Ein Hotel ist es nicht, aber ich kenne da einen Laden. Oh. Gehört Wescam, einem alten Freund von Regis und mir. Der andere Typ auf dem Foto in der Werkstatt? Genau. Betreibt eine Art Bar oder so. Könnt ja mal vorbeischauen. Gut. Hat der Laden einen Namen? Klar. Wie hieß der noch? Margo war's, glaube ich. Bestens. Auf Wes ist Verlass und sicher hat er auch noch ein paar Geschichten von deinem Vater auf Lager. Eine Erklärung zu den Hintergründen der Erweckung Leviathans will die Kanagi laut Regierung während ihrer Ansprache abgeben. Bin auf Empfang! Prinzessin Lunafreya von Tenebrae, die zwischenzeitlich schon für tot erklärt worden war, wird das erste Mal seit dem gescheiterten Friedensabkommen wieder in ihrer Funktion als Kanagi auftreten. Eine Ansprache von Luna? Sieht so aus. Oh, endlich mal eine gute Nachricht. Holy shit. Dann siehst du sie sicher bald wieder. Ja. Was ist das denn? Sei doch krank! Bei dem Tempo da durchzufahren, Alter. Hey, ihr da! Den Passierschein! 28. Passierschein? Keine Angst. Ich regel das. Hier. Ganz schön alt. Egal. Weiterfahren! Easy.
Das ist ja krass. Den hast du beantragt? Nee, ist ein Andenken an die Reise mit Regis. Das ist in der Tat ganz schön alt. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Sehr beruhigend. Naja, zum Glück hat's geklappt, sonst hätten wir den ganzen Weg wieder zurückfahren können. Oh, war das ein langes Gespräch. Es ist verrückt. Die Stadt ist verrückt. Guckt euch das mal an. Das Wasser fließt runter. Und da auch. Wo kommt es denn her? Ah. Ja, komm, schwing die Glocke. Los, tu's. Okay, hätte ich jetzt mit gerechnet. Ja, da sind wir in Altissia angekommen. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Karte. Ja, viel ist das hier nicht, das ist gut. Wie man es so sehen will. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns morgen wieder dann bei der Erkundung von Altissia. Werden hier uns ein bisschen einleben. Und dann kommen wir zurück und machen da noch ein paar Quests. Und dann ist höchstwahrscheinlich fette Party angesagt. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Daumen nach oben. Das hilft meinem Channel und freut mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.